Ich glaube, die freuen sich, wenn ich bei ihnen einkaufe, das kann ich, glaube ich, schon sagen, obwohl sie wissen, dass ich eine ziemlich unangenehme Verhandlungspartnerin sein kann, wenn es um den Institutionsrabatt geht, den ich natürlich von jeder Galerie erwarte. Den bekommen wir auch. Die Diskussion um Nazi-Hintergründe und wie sie nicht nur Einfluss auf den gegenwärtigen kulturellen Kosmos ausüben, sondern ihn mitformen, ist von Interesse für mich, weil ich Künstler bin und vermutlich einen Nazi-Hintergrund habe. Ich kann auch sagen, vermutlich nicht. Ich kann auch sagen, weiß nicht. Das ist eine bequeme Uneindeutigkeit und ich verstehe diejenigen, die sich davor fürchten, ihre fragile Bequemlichkeit, die ihnen erlaubt anzunehmen, nicht in direkter Nachkommenschaft von Dieben und Mördern zu stehen, zu verlieren. Denn als Mitglieder einer Gesellschaft mit traditionellen jüdisch-christlichen Werten tendieren wir dazu, viel über die Vererbbarkeit von Schuld nachzudenken. Diese Bequemlichkeit veranlasst uns allerdings dazu, eine Verteidigungslinie vor denjenigen aufzubauen, für die der Verlust der Uneindeutigkeit in Form von Verlust von Kapital und Privilegien messbar wäre. Die Kunstwelt hat einen gewissen Ruf. Das Geschmäckle eines korrupten Geldwäschegeschäfts jenseits aller Rettung, in dem jeder Partizipient unausweichlich zum Kollaborateur, der die Maschine am Laufen hält, wird, einschließlich jedes einzelnen wohlmeinenden, wegweisenden Neuankömmlings, der unwissentlich durch seine Vorzeigbarkeit mit dazu beiträgt. Natürlich zirkuliert Nazireichtum in so einer Industrie. Und als Künstler spielen wir ein Spiel, das dem der uneindeutigen Bequemlichkeit sehr ähnlich ist. Wir sind uneindeutig betroffen. In unseren Arbeiten betonen wir unsere Empathie, dass wir uns sehr für die Belange und sozialen Fragestellungen, die die Organisation unterstützt, bei der wir uns gerade um ein Stipendium bewerben, interessieren, während gleichzeitig unser Image nie etwas anderes sein darf als eine Variation ironischer Distanziertheit. Das schützt uns vor moralischer oder sonstiger Haftbarkeit. Es erlaubt uns notfalls alles abzustreiten, bequem zu sein. Performativ de- und rekonstruieren wir Scham und Schuld und das Übernehmen von Verantwortung. Wir transformieren Ethik zur Ästhetik und verkaufen das Produkt an den Höchstbietenden, ungeachtet seiner oder ihrer politischen Ausrichtung. Kurz gesagt, wir verkaufen Alibis. Wir unterstützen die Aufrechterhaltung des Wohlstandsgefälles ebenso einfach und versehentlich geschickt wie diejenigen, die auf Instagram zwei junge Künstlerinnen beleidigen, weil sie es wagen, nicht nur anzudeuten, dass generationenübergreifender Wohlstand für gewöhnlich eine gewisse Unrechtmäßigkeit hat, sondern auch, dass der langweilige und unauffällige klein- bis sehr großbürgerliche Lebensstil vieler Deutscher erst mitermöglicht wurde durch Massenmord und dass die Intransparenz dieses Vorgangs doch der Nachforschung wert wäre. Der hostile Whataboutism des Standard-Twitter-Users mag oberflächlich dem Schutz seiner angreifbaren Bequemlichkeit gelten, aber für diejenigen, zu deren Vorteil wir gesamtgesellschaftlich zur Geschichtsblindheit erzogen worden sind, geht es um den Schutz ihres Vermögens und die Nichthinterfragbarkeit von dessen Legitimität. Wäre es nicht ermächtigend, auf das Recht zu bestehen, seine eigene Geschichte zu kennen und darüber verfügen zu können, statt sich einzureden, dass die eigenen Urgroßeltern ganz bestimmt im Widerstand waren, was sie nicht waren, oder die Diskussion effektiv kleinen Gaunern wie Rainer Höss zu überlassen? Höss, Enkel des gleichnamigen Massenmörders, hat ein Geschäft aus der fetischisierenden, konspirativen Verkitschung seiner Familiengeschichte im Abendfernsehen gemacht, indem er seine unerträglich bequeme Erlösungsgeschichte erzählt und damit durchkommt, weil es bereits als mutiger Akt gilt, überhaupt über damals zu reden. Dieses damals, das wir zur Legende werden lassen, noch während die Überlebenden dieses damals uns ermahnen, welche Gefahren das birgt. Und was die Künstler angeht, wir sind alle besessen von unserem Vermächtnis und sehr kritisch gegenüber denjenigen unter uns, an die wir uns als die nützlichen Idioten steuer- und verantwortungsvermeidender Mäzen erinnern. Klar, der Kunstmarkt hat uns im Würgegriff, weil, wie in jeder Industrie, die Bandarbeiter nicht die Fabrik besitzen. Ich glaube, da gibt's ein Buch drüber.